meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder eine Rezension geben. Und zwar habe ich mir heute rausgesucht für dieses Video Heat of the Moments von Lauren Barnhold aus dem CBT Verlag. Das Ganze kostet 9,99 € und ja, ist gerade eigentlich erst neu und frisch auf den Markt gekommen. Die Autorin hat auch schon ein Buch im CBT Verlag, nämlich die verrückteste Nacht meines Lebens. Verlinke ich euch beides mal in der Infobox, genauso wie den Verlag. Dann könnt ihr euch da nochmal genaueres anschauen. Und ja, in dieser Geschichte geht es um Layla. Und Layla kann die Klassenfahrt einfach kaum abwarten, denn Sonne, Strand, Meer und ihr Freund Derek sind einfach das i-Tüpfelchen. Und Florida wird ja wohl atemberaubend schön sein. Auf jeden Fall glaubt sie das. Aber als sie dann den Schulbus Richtung Flughafen verpasst, muss sie leider bei einem, ja, Klassenkameraden mitfahren, denn dieser hat auch den Schulbus verpasst und die beiden fahren schnell hinterher zum Flughafen. Durch diese Sache bricht sie aber leider einen Streit mit ihrem Freund Derek vom Zaun und das Ganze entwickelt sich in eine Richtung, die ihr nicht so toll passt. Dann muss sie nämlich noch mit ihren ex-besten Freundinnen auf einem Zimmer schlafen und die ganze Klassenfahrt ist irgendwie nicht so, wie Layla sich das erhofft hätte. Was genau es mit diesen ex-besten Freundinnen auf sich hat und ob sie sich wieder mit Derek versöhnen kann und die Wogen glätten kann, das müsst ihr selber herausfinden. Ich war schon so gespannt auf dieses Buch, weil ich die Inhaltsangabe eigentlich total sommerlich, luftig, leicht fand. Das war die Geschichte auch, man ist nur so durch die Seiten geflogen, aber leider waren die Seiten auch, wie es in manchen Liedern heißen, besessen von Sex und unsere Protagonistin hatte einfach gar nichts anderes im Kopf, was ich irgendwie schon ein bisschen zu naiv und zu teenagerhaft, oh Entschuldigung, ich habe euch getreten, fand. Das hat mir sehr, sehr bitter aufgestoßen, denn gleich die erste Seite dreht sich einfach nur um dieses Thema und die Protagonistin kann an nichts anderes denken, keinen klaren Gedanken fassen und so zieht sich das eigentlich fast durch das ganze Buch. Ich fand das etwas unglücklich, denn ich hätte schon noch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr auch, was es mit diesen ex-besten Freundinnen auf sich hat. Schlussendlich stellt sich da natürlich die Frage, es ist der erste Band einer Reihe, muss ja noch irgendwas in den zweiten Bänden kommen. Die Bände wechseln dann, glaube ich, auch die Perspektive, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir sind dann nicht mehr mit Layla zusammen, sondern mit den anderen beiden Mädels. Wie heißen sie? Evan und Quinn. Ich weiß nicht, ob ich weiterlesen möchte. Ich werde mir nochmal die Inhaltsangaben von Band 2 durchlesen. Ich finde, die Bücher sind wunderschön gestaltet, das auf alle Fälle. Und natürlich, Heat of the Moment spricht schon so ein bisschen in diese Richtung. Aber ich finde, hier wird ja auch noch der Aspekt aufgebrochen oder aufgemacht, dass sie halt eine E-Mail aus ihrer Vergangenheit erhält, die sie halt sehr grübelhaft stellt, nämlich, dass sie lernen soll zu vertrauen. Und irgendwie werden aber diese ganzen Aspekte so nach hinten angeschoben und gar nicht so in den Fokus gestellt, sondern mehr diese ganze Sex-Thematik. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich echt mehr erwartet, besonders weil die liebe Agathe so von der Autorin geschwärmt hat bei ihrem Vorgängerbuch. Das habe ich hier auch noch stehen und ich bin jetzt etwas unsicher und hoffe, dass das einfach ein bisschen reifer sein wird, weil dieses Buch mir doch dann etwas zu unreif war. Und ich sage, ja, ich bin unschlüssig, ob ich denn dann weiterlesen möchte oder ob ich sage, ja, okay, habe ich jetzt gelesen, konnte mich nicht begeistern, verschwende ich meine Zeit mit. Ich schwanke da noch mit mir. Ich denke, das würde ich dann spontan entscheiden, wenn der nächste Band erschienen ist, ob es mich dann doch noch anspricht oder nicht. An sich ein Buch, was natürlich perfekt in diese Jahreszeit jetzt passt. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielen würde, wäre das sehr, sehr schön. Aber ja, es ist einfach eine Geschichte, die sehr eintönig dargestellt ist, die sehr in eine Richtung ausgelegt ist und die nicht mein tiefstes Inneres für sich ja, erwärmen konnte und bewegen konnte. Das sind natürlich alles so Dinge, die sind sehr, sehr schade. Und ich habe dem Ganzen dann 2,5 Sterne gegeben, weil es sich einfach locker leicht lesen ließ, weil es so diesen Beach-Feeling-Style hat und der mir gut gefallen hat. Jetzt bin ich unscharf, glaube ich. Und trotzdem bin ich jetzt nicht total überwältigt, leider. Ja, das war's von mir. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehr zufrieden mit dieser Rezension seid. Ich bin gerade etwas verwirrt von mir selber, weil ich habe das im Lesemonat eben besser, glaube ich, zusammengefasst als hier. Aber egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt und es euch ähnlich oder anders ging. Ich bin neugierig auf eure Meinungen denn dazu, ob ihr auch gedacht habt, okay, das ist echt in diese eine Richtung und entwickelt sich überhaupt nicht wirklich weiter, weil auf jeden Fall ging es mir so. Das Ende war auch sehr schnell abgespeist. Aber naja, ich freue mich auf eure Nachrichten und würde sagen, wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao.